Persönliches Computerlogbuch Fähnrich Kim, Sternzeit 51186,2. Die Zusammenarbeit mit Seven of Nine fängt an, sich etwas schwierig zu gestalten. Tom hat recht. Alles, was über Freundschaft hinausgeht, wäre nicht ratsam. Aber dennoch muss ich ständig an sie denken. Sie wollten mich sprechen, Fähnrich? Ich hatte eine mitternächtliche Inspiration zur Rekonfigurierung der astrometrischen Projektoren. Ich hoffe, Sie haben sich nicht gerade regeneriert. Das habe ich nicht. Das ist sehr kompliziert mit Ihrem Feingefühl. Ihre Art, die Dinge zu betrachten, einer neuen Perspektive, kämen wir weiter. Ihre Daten? Warum nehmen Sie nicht Platz? Ich ziehe es vor, zu stehen. Das dauert bestimmt, es wäre bequemer für Sie. Bequemlichkeit bei der Arbeit ist irrelevant. Okay. Das Licht ist unzureichend. Entspannend ist es, finden Sie nicht? Nach dem Dienst etwas Ruhe. Die Voyager besteht nicht nur aus Jeffreys-Röhren und Frachträumen, wissen Sie? Passen Sie auf, wenn wir fertig sind, lassen wir auf dem Holodeck eine katarianische Mondaufgangssimulation laufen. Wundervoll. Schönheit ist irrelevant. Es sei denn, Sie wünschen, die Art unserer Beziehung zu verändern. Was meinen Sie? Individualität mag neu für mich sein, aber nicht menschliche Verhaltensweisen. Ich habe Ihre Versuche, mich in seichte Gespräche zu verwickeln, registriert. Und ich sehe, wie sich Ihre Pupillen weiten, wenn Sie meinen Körper betrachten. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Offensichtlich schlugen Sie den Besuch auf dem Holodeck vor, um mich in romantische Stimmung zu versetzen. Sind Sie in mich verliebt, Fähnrich? Also, nein. Dann wünschen Sie zu kopulieren. Nein. Ich meine, ich weiß nicht, was ich meine. All diese kunstvollen Rituale der Irreführung. Mir war nicht bewusst, dass es so schwierig würde, wieder Mensch zu werden. Insbesondere die Sexualität ist kompliziert. Als Borg hatten wir kein Bedürfnis nach Verführung, keine Zeit für Einzellenbefruchtung. Wir sahen eine Spezies, die wir wollten, und assimilierten sie. Dennoch bin ich bereit, meine Menschlichkeit zu erforschen. Ziehen Sie Ihre Kleidung aus. Seven! Sie brauchen sich nicht zu fürchten, ich werde Sie nicht verletzen. Hören Sie, das geht ein bisschen schnell. Ich habe nur versucht, dass Sie sich zugehörig fühlen zum Team. Momentan sollten wir es vielleicht dabei belassen. In Ordnung. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie wieder an die Arbeit gehen wollen.